Freitag, 13.07.2018. Guten Morgen, Kollege. Du übernimmst heute die RB 22828 von Lindau Hauptbahnhof nach Audendorf. Rüste nun deinen Zug auf, wenn du bereit bist. Melde dich bei der Fahrdienstleitung. Nach der Bereitstellung in Lindau geht es um 9.41 Uhr gen Norden. Viel Spaß und gute Fahrt. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Train Simulator 2019. Heute mit dabei ist der liebe Freeze LP. Moin. Servus. Moin. Ich bin heute der Fahrgast. Ja. RS1 mit gewissen Soundmods. Caplight brauche ich nicht. Ui, da ist die Fahrdienstleitung gleich. Morgen, der 22828 steht abfahrtbereit auf Gleis 23 in Lindau. Bitte um Freigabe auf Gleis 7 Lindau Hauptbahnhof fahren zu dürfen. 22828 fahrbereit, verstanden. Der 22828 auf Lindau habe ich auf Gleis 7 abfahren. Verstanden, schönen Tag wünsche ich noch, man hört sich. Ebenfalls. Ich habe mal eine Frage an dich, Fuis. Du kennst ja den RS1er. Ja, ich kenne den sehr gut. Wie mache ich dort die ZZA? Die ZZA machst du da mit Steuerung F10 und Steuerung F9, also Steuerung F10 ist Hochschalten. Okay. Dann kannst du, wo fährst du hin? Ich fahre nach Aulendorf. Richtig. Da gibt's ein passendes Ziel dazu. Finde ich super. Ach, das, ich fahre da durch. Lindau fahre ich bis nach, nee, ich fahre gar nicht nach Aulendorf, sondern nach Hergartz. Hergartz sollte es auch geben. Aber ich, also, da steht mit dem 650er nach Aulendorf. Kann es sein, dass das gar nicht mehr auf der Strecke ist? Das ist nicht mehr auf der Strecke. Okay. Du kennst dich ja, glaube ich, dort aus. Ja, da kenne ich mich aus. Ja, wir fahren auf der Allgäubahn Regenerated von Amnesia. Ihr denkt jetzt, oh, das sieht doch hier alles so leer aus, das ist doch niemals die Regenerated. Doch, mir fehlt aber leider die Albula-Bahn. Ach, scheiße. Ist ja auf Numblock Enter. Die SIFA. Ja, sorry, dass mir ein paar Sachen fehlen. Ich habe halt nicht, also mir fehlt die eine Strecke, die Albula Line. Und sorry, dass ich halt nicht unendlich viel Geld habe. Und dann fehlt mir eben die ÖBB 4024er. Aber die deutsche Version davon habe ich. Hätte ich hier natürlich ersetzen können, aber ja, sei es drum. Wir fahren mal weit vor, um das Signal schön zu sehen. Könntest du ja theoretisch, könntest du Vegetation selbst hinbauen? Na, wieso, wenn ich die Strecke mir irgendwann mal hole? Ja, das tatsächlich. Dann habe ich da Doppelbelegung an Vegetation oder was? Das stimmt, ja, dann. Ja, jetzt stehen wir hier. Baureihe 650er von Chris Trains mit Bahnland Bayern Lackierung. Wir fahren für das Bahnland Bayern. Zeit für dich. Also der Sound ist wirklich hammergeil. Das kann ich nur zustimmen. Hier aus dem Fahrgastraum. Nur mir fällt eins auf. Der hintere RS1 hat keinen Motor an. Genau, das ist ein Fehler bei dem Soundmod. Also nicht bei dem von Linus, sondern bei von, dem Erweiterungssound. Perotino. Ja, so. Petronius oder so. Ja, der ist ja auch in der Omnis-Szene bekannt. Ja, das. Bist du eigentlich. Du bist ja auch in der Omnis-Szene, oder? Naja. Bist du. Ah, da hast du nichts gemacht. Nee. Also nur Transinator bei dir. Ja, eigentlich nur. Und mir fällt auf, der S1er hier in Transinator sieht ja fast so ähnlich aus wie der bei uns im Server. Das? Er hat zwar nicht die Farbe, aber es gibt sogar einen Repaint für den RS1 im Train Simulator. Da sieht er genauso aus. Ich habe nur eine Frage. Bei uns ist die Toilette, ist die auch an der richtigen Stelle? Bei der Toilette?
Vom RS1, da gibt es verschiedene Variationen. Weil es gibt ja eine, wo es ja mitten im Zug ist und die andere, wo es bei einer Tür ist. Mitten im Zug kenne ich nicht. Ich kenne nur die runde Version. Und dann die viereckige da. Ja, genau. Also hier ist ja viereckig, aber auch ein bisschen rund. Also, ja, das gibt's auch. Das. Ja, bei uns beim 622er ist es cool. Eigentlich hätte ich auch vor diesem Signal hier halten können, weil da sehe ich ja auch Signal zeigt Fahrt. Ich habe eine Beeinflussung 70-85. Ich habe ein HP2, sprich, ich darf mich nicht befreien. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Oder? Das müsste ich jetzt hier vor Augen haben. Also ich habe grün-gelb und 70-85 Wechselblick. Dann passt. Oder schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ich Fehler mache. Ich lerne gerne dazu. Denn ich möchte euch ja auch ein anständiges Gameplay liefern. Ich überlege mir die ganze Zeit schon, den neuen CityJet zu kaufen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen soll. Ich habe da eher gedacht, dass ich als nächstes die Albula-Bahn hole oder so etwas in die Richtung. Und die Konstanz-Hauser-Strecke kommt jetzt ja auch bald. Aber schreibt am besten ihr in die Kommentare, was ihr sehen wollt auf meinem Kanal. Und dann werde ich mal schauen, ob ich das habe. Wenn ich es habe, dann werde ich es natürlich gerne präsentieren. Und jetzt kommt die Ansage gleich. Da habe ich eine Zwangsjacke bekommen. Oh. Achso, wir sind ja hier auch am Bodensee, ne? Genau, da fährst du, wenn du aus Lindau rausfährst, über so einen schönen, naja, sagen Bahndamm. Wir, Damm ist, ja. Rechts ist irgendwie Hafen, so ein Yachthafen irgendwie. Der Zug nicht los. Jetzt. Also ne, ich sollte vielleicht einen Fahrtrichtungswender nach vorne stellen. Und dann Vollgas. 70, 85, 45. Ich war bei ihm, glaube ich, bei 38. Egal. Ja, ich werde dann schauen, ob ich das habe. Dann werde ich es euch gerne zeigen. Und wenn ich... Oh, hier fehlt sogar eine Straße. Die kommt dann bestimmt auch von der Albula-Line. Ja, schätzungsweise schon. Und wenn ich es noch nicht habe, dann werde ich mal schauen, was sich so machen lässt mit dem vorhandenen Geld. Weil ich tue ja auch viel auf die Seite legen wegen neuen Computer. Also sagen wir mal so, die Hälfte meines Taschengelds tue ich öfter für den Computer auf Seite legen. Das andere zum Ausgeben. Ich habe schon wieder eine Zwangse bekommen. Ich fahre doch nur 43. Wechselblinken heißt für mich 45. Ist das vielleicht im Bug, dass er schon ab 42 zwangsbremst? Also das, da weiß ich jetzt eigentlich nichts. Also ich gebe jetzt Vollgas, weil sonst kommen wir nicht mehr pünktlich an. Jetzt blinkt, also jetzt leuchtet nur noch die 85 auf. Heißt, ich darf volle Geschwindigkeit aufnehmen. Ich habe zwar 1000 Hertz, aber... 1000 Hertz heißt ja nur, dass ich in der Überwachung bin. Aber wenn ich keine Beeinflussung habe, darf ich ja normale Geschwindigkeit fahren. Ja. Laut meines Bahnwissens. Und das habe ich eigentlich von einem Eisenbahner im Betriebsdienst, sprich Lokführer, gesagt bekommen, so. Also eigentlich vertraue ich darauf. Boah, hier hinten ist heiß im Fahrgastraum. Puh.
da was machen? Es kann nicht heiß sein, weil es draußen nicht, nicht warm ist. Ich weiß nicht, haben sie hier die Heizung an oder was? Nee. Und hier leckt's gerade, weil irgendein Fahrzeug geladen wird. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, wir machen mal hier Klima an. Also bei uns im Zug ist es immer super kühl bei uns zurzeit. Auch wenn draußen, keine Ahnung, sagen wir mal 38 Grad sind, ist es im Zug super angenehm. Ja, das ist... Da fühlt man sich so, als wäre man im Kühlschrank fast. Also, ich finde es super. Ich weiß nicht, ja, ob das, daran liegt, weil es ein 622er ist oder weil die Lokführer einfach kompetent genug sind, um die Klima zu benutzen. Ja, gefühlt im Echt ist es im 650 bei uns immer gleich Temperatur. Immer so eine angenehme Zimmertemperatur. Ja, bei uns im 622er ist es im Winter so super angenehm. Ist es, sagen wir jetzt nicht heiß drinne, sagen wir aber auch nicht normal, sondern es ist so ein leichtes Warm, weißt du, ich meine? Ja, ja. So, dass man super gut einschlafen könnte. Ja, das kenne ich aus dem 440. Und im Sommer ist es halt recht kühl. Ja, das ist doch. Und einschlafen kann man super. Naja, ich denke, wenn man keine Hausaufgaben nachmittags hat und die nicht an dem wunderschönen großen Tisch an den Vierersitzen machen kann, also wenn man da nichts aufhat, dann kann man ja auch ruhig mal nach der Schule mal schlafen im Zug, ne? Ja, vor allem, ich werde immer dann spätestens dann wach, wenn ich aussteigen muss, also einen halt davor. Weil da werde ich irgendwie immer wach. Stelle gibt es auch auf dem Minecraft-Server dazu, wenn ihr das Video seht. Dürfte diese Woche, also nächste Woche Montag, kommen das Video. Also Omsi-Video und Minecraft-Video kommen am nächsten Montag, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich kann ja mal schauen. Das Video hatte ich für den 9. angekündigt, oder? Ja, für den 9. Für den 9.9. Genau. Wenn ihr das Video seht, nächste Woche Montag kommen zwei Videos. Omsi und vom Transom Live Minecraft Server. FußLP, du kennst ja den Server? Ja, ich kenne den Server. Würdest du das Video empfehlen, wenn du den Server kennst? Ja, eigentlich, ja, schon sehr, ja. Ohne dass du jetzt daran denkst, dass du im Team bist. Ja, der Server ist für mich sehr, also schön gebaut, also kann ich nur empfehlen. Ist angenehm anzuschauen, angenehm für die Augen. Also, wenn ihr Omsi 2 Ruhrgebiet kennt, so sieht's dort nicht aus. Und ich bin mit meinen eigenen sehr kritisch immer, was ich selber mache. Und ich finde, das, was wir auf dem Server gebaut haben, ist halt schon gut. So, nächster Halt ist schon wieder Endhalt. Oh! Das ist ja... Und es laggt gerade, weil irgendein KI-Verkehr geladen wird. Weil da laggt es manchmal bei mir ein bisschen. Aha. Aber das auch seitdem ich jetzt SweetFX wieder installiert habe für 32-Bit, ist das ja eigentlich nur... Ach... Also, auf was spielst du? Auf 64? 64. Oder 2? Ja, das ist... Unter 80 muss man bestätigen, sprich 70. Wenn ich jetzt... Naja, ich bestätige trotzdem öfter 80. So wie man ja auch lernt eigentlich in der Ausbildung, dass man Vorsignalwiederholer auch bestätigt. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Und wir haben ein rotes Signal. Oh, das ist... Und wir haben schon ein bisschen, ja, Verspätung durch die Zwangsten. Ah, jetzt ist grün. Befreien und Vollgas.
Mit RS1er kann man ja sofort Vollgas geben eigentlich, oder? Das ist, da kannst du direkt auf die 7 Stufen hochschalten. Auch in echt? Ja, auch in echt. Das ist okay. Weil viele sagen immer so, ja, bei vielen Zügen muss man immer am Anfang ganz langsam beschleunigen, so auf 60% Leistung, mehr nicht. Naja, ne. Bei manchen Zügen gebe ich recht. 4,25er, 4,30, da so S-Bahn-Züge, würde ich vollkommen empfehlen, 60% reicht. Die haben ja auch schon sehr starke Kraft, also an Zugkraft am Anfang, ne? Ja, das. Ich habe heute auch gesehen, wie ein 622er beschleunigt hat. Ich habe da mal auf die Räder geachtet. Das hat nicht so langsam beschleunigt, sondern so sofort Vollgas. Also das hatte keinen Moment gerollt, weil eigentlich soll man ja öfter bei Dieselzügen am Anfang, wenn man losfährt, so ein bisschen kurz rollen lassen, ne? Also ja, ein bisschen Gas und dann ein bisschen rollen lassen und dann Vollgas. Hat der nicht gemacht. Der hat sofort Vollgas gegeben, obwohl der Verfrühung hat. Na, aber lieber Verfrühung als Verspätung, ne? Also viele sagen ja immer, Deutsche Bahn unpünktlich bis zum geht nicht mehr. Oder ich glaube, ich weiß, warum es laggt. Mir fehlen ja Züge, ne? Also ein Zug. Ja. Kann es sein, dass wenn der eigentlich geladen werden soll, dass es dann ein bisschen laggt? Kann ich nicht sagen. Also eigentlich bei Szenarien, ich habe ja auch schon viele gespielt, wo ich einen Zug zum Beispiel nicht hatte, wo ich zum Beispiel Szenario-Paket noch nicht hatte und so weiter, bei vielen anderen eigentlich nicht. Okay, dann liegt es woran anders. Aber ein Reshade habe ich nicht installiert, weil das hat ja bei mir richtig Probleme gemacht gehabt. Und SwiftFX habe ich jetzt installiert gehabt, probiert mal. Aber wie gesagt, in der 64-Bit-Version geht das ja eigentlich nicht. Aber ich hoffe, das Video ist erträglich. Ich kann ja mal schauen, wie viel FPS. Ja, 50 FPS. Ich denke, das ist erträglich. Ja, die Algebahn Regenerated, die ist performant, sehr performant. Demnächst werden wir auf der Rotachtalbahn nochmal mit dem RS1er fahren. Aber vorher werde ich höchstwahrscheinlich nochmal mit einem anderen Szenario fahren. Ich weiß noch nicht was, aber höchstwahrscheinlich auf der Südbahn mit dem Desiro ML, noch dem alten CityJet, weil den neuen habe ich mir halt bis jetzt noch nicht gegönnt. Die Sache ist, bei mir frage ich mich, wo soll ich den einsetzen? Semmeringbahn, Südbahn. Ja, da habe ich alles nicht, weißt du. Das ist. Also Südbahn habe ich, Semmeringbahn bin ich mir nicht sicher. Oder Semmering? Weißt du, was mir da so gefallen wurde? So ein fiktives DB-Repaint. Weißt du, was ich geil fände? Fiktives Mittelrheinbahn-Repaint. Das auch. Für Köln-Koblenz. Das eventuell kommt es noch. Ach, da weiß ich doch noch was. Ich weiß jemand, der macht zurzeit ein fiktives Deutsche Bahn-Repaint. Eigentlich ist das gar nicht fiktiv, sagte die Person. Macht zurzeit ein deutsches Repaint. Das wäre dann eben schon was, wenn dann eben die deutschen Ansagen kommen würden. Das macht auf jeden Fall zurzeit jemand. Namen sage ich jetzt mal nicht, weil ich habe das von einer anderen Quelle und nicht von der Quelle. Also sagen wir so, sieht gut aus. Aber die Person sagte, dass sie keine fiktiven Repaints macht. Also ich glaube, es gibt sogar wirklich diesen CityJet in Deutsche Bahnlackierung irgendwann oder so. Ja, es gibt auch den Starter Kiss von Chris Trains, gibt's ja auch in der DB-Lackierung. Es gibt den Starter Kiss. Also den Fleur 3 Doppelstock, so gesagt. Weil ich habe nur den Fleur 3. Von Chris Trains. Ich glaube, du vertauschst da gerade etwas. Ich glaube, ich vertausche da etwas. Syvex und so. Da vertausche ich. Der Chris Trains. Flirt 3. Also, von Startler. Ja. Ja.
Nein, ja, Stadler. Genau, da habe ich sogar ein originales Bild, wo der in deutschem Bahnstil, den gibt's ja auch als Repaint im TS, im Trainsmodal für euch. Ja, ist aber selten. Ja. Davon gibt's ja, nicht allzu viele. Das stimmt. Ich denke, wenn ich jetzt auch noch die Albula-Line hätte, würde es noch schöner aussehen, weil in den Videos sieht es wirklich schöner aus als jetzt bei mir, wo ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe mich ganz kleines bisschen spoilern lassen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als ganz Standard. Das auf jeden Fall. Aber ich überlege, ich glaube, als nächstes kommt die Baureihe 430 auf der S-Bahn Rhein-Main. Auf der Linie S5. Oder sogar eine andere S-Bahn-Linie, ich weiß nicht mehr auf welcher. Da kommt man von der Frankfurt Highspeed, fährt man nach Frankfurt mit der Baureihe 430er. Bin ich mir noch nicht sicher. Das Problem ist, es gibt ja für die Frankfurt Highspeed kein Streckenupgrade und die sieht ja schon an ein paar Stellen ein bisschen langweilig aus. Oder gibt es da eins? Also nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. So, jetzt denn gerade. Sind das bei dir solche Frame-Einbrüche oder was? Ja, so ganz kurze. An sich. So. 7 Sekunden und dann geht's schon wieder. Das ist komisch. Ja. Ich freue mich ja, wenn ich einen neuen PC habe, 16 GB RAM. Statt einer 1050 Ti, ich glaube, es war eine 1070er. Ja, jetzt sagen bestimmt viele, wieso ist nicht sofort eine 2000er Reihe? Ja, 2000er, ja. Weißt du, musst du erstmal das Geld haben. Naja, so sagen wir so. Der war reduziert letztens. Ah, von 1000 auf 600. Hohoho. Also fast um die Hälfte. Dann Mahlzeit. Da hatte ich leider noch nicht das Geld davon. Oh. Noch nicht, war schon knapp. Also hat ein 100er gefehlt. Ich sag so, nur so, du musst den Kredit aufnehmen. Hm? Ich sag nur so, du musst den Kredit aufnehmen. Das Problem ist, ich könnte den ja auch monatliche Raten machen, aber... Da könntest du normalerweise auch so einen Zug kaufen, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, möchte ich unbedingt in Raten machen. Nee. Vor allem, was ist das hier? Da ist auf jeden Fall die Himmelstextur anders. Vielleicht liegt das daran, weil ich AP-Wetter nicht hab. Hahaha. Oh, ja, AP-Wetter, ich hab's auch nicht. Echt? Schade. Sieht zwar richtig geil aus. Ich weiß schon, ich muss hier. Hm? Ich weiß schon, du willst es schon hier haben. Nein. AP-Wetter, was gibt's denn von AP noch? Bessere Schienen. Ja, da gibt's eigentlich vieles. Ich glaube sowas Sound-Dinger. Ja, das stimmt, aber ich. Ah, nicht für Deutsche. Ja, nicht für Deutsche, genau. Streckenupgrades bin ich mir nicht sicher. Aber auch nicht deutsch. Es gibt da ja auch noch etwas anderes außer das Wetter, aber auch mit Texturen irgendetwas. Irgendwie neue Texturen. Ja, das gibt's auch. So, wie weit bist du mit deiner Fahrt? Wie weit ist es noch? Also jetzt kommt meine Ansage und 1,2 Kilometer noch zum Halt. Ah, das ist es. Aber Fahrgäste in Kassel-Reichen mir, Herr Gartz. Dort besteht Übergang zum ALX 84107 nach München über Ach, das Szenario hat Ansagen. Das ist ja. Ausstieg in Herr Gartz, Fahrtrichtung links. Ist halt von NGLP, keine Ahnung, wie der nochmal entlang hieß, Night, irgendwas. So. Ah, ja, muss ich gleich mal schauen. Da haben wir schon das VR0.
und das HB2. Und wir wechseln das Gleis. Wir fahren jetzt hier ganz angenehm in Herrgards rein. Ich mag das ja irgendwie so langsam in so einen Bahnhof reinzufahren, am liebsten aber auf ein Kopfgleis. Also sagen wir so dreispurig und dann fahren die zwei Hauptstrecken weiter und man fährt halt mit den schönen 30 langsam in so einen Bahnsteig rein. So wie in Bingen. Ja, das gibt's in Günzburg auch. Ja, in Bingen ja auch. Da steht ja mein 622er. Also auf dem Minecraft-Server. In echt steht der da auch, aber nur halt jede Stunde. Ja. Aha, hier habe ich es gefunden, das Repaint. 650 braucht man, Szenario-Paket 02, 4024, was ist das? Das ist der 643er ÖBB-Variante. Aber laut meines Wissens war das eigentlich... Eigentlich habe ich den Zug. Nur anscheinend nicht installiert. KI. KI, einen österreichischen Zug, steht wenn dann in Lindau rum. Ja. Fährt aber auch dorthin. Glaub meines Wissens. Ja, gut, aber dann hast du den einmal in Lindau stehen. Und dann bei der Tour noch. Weil mir kam nur ein Zug entgegen. Das war ein bisschen wenig. Und das war der Eurocity. Oh, das, ja. Aber hier in Herrgards, das ist schon schön, ne? Was war der bespannt mit einer 218? Nee. Ich glaube da diesen Diesel-Dings. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Nachdem die Strecke nach Aulendorf in Transcenter noch nicht existiert, endet das Szenario hier. Grüße, Nitrogamer LP. Da ist der ganze Name. Wie unvollständig. War ich am Ende zu spät oder was? Unverschämtheit. Aber nur eine Minute. Maximal. Ah, das ist... Oh, Geschwindigkeitsübertretung viermal. Spieler hat Notbremse betätigt viermal. Nee. Der hat auch angegeben, 25 Minuten geht das genau. Genau 25 Minuten und 15 Sekunden unterwegs gewesen. Wunderschönes Szenario. Nur zu empfehlen, wenn ihr den 4024er habt, dann ist es natürlich noch besser. Und wenn man die Albula-Line hat, für die Strecken-Upgrade. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Nachmittag, Nacht, wie auch immer. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet, wenn ihr wollt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.